Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen hier in den Münchner Hauptbahnhof mit unserem T-Sonderzug quer durch Deutschland von Fair System Sound Design und werden jetzt erstmal diesen Zug hier aufrüsten und erwarten und dann natürlich erstmal die Türen öffnen und schauen, was dann so passiert. Und damit wäre die Aufrüstung beendet. Ja, und wie ihr seht, stehen wir hier wirklich im Münchner Hauptbahnhof. Wer meinen ersten Teil geschaut hat, weiß auch ganz genau, wie wir hier hingekommen sind. Und zwar haben wir ja im ersten Teil unseren T mit einer Diesellok der BR-294 in den Bahnhof geschoben bzw. gezogen. Und nun ist es unsere Aufgabe, unseren T-Sonderzug zu unserem ersten Zwischenhalt nach Augsburg Hauptbahnhof zu bringen. Und haben jetzt hier ein wenig Aufenthalt. Wie gesagt, das Ganze wird sich in mehrere Teile abspielen. Dies ist der zweite Teil, der jetzt eben von München nach Augsburg geht. Wir werden dann noch in weiteren Teilen Köln, Koblenz, Mannheim, Karlsruhe anfahren. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Es ist ein sehr, sehr schönes Szenario, wie ich finde. Ein sehr schönes Szenario-Paket, muss ich wirklich sagen. Und wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen warten, bis wir Abfahrt haben, beziehungsweise Ausfahrt. Und ich werde euch jetzt ein wenig mit der Bahnhofsatmosphäre alleine lassen und melde mich dann gleich wieder zu unserer Ausfahrt. Bis gleich. Meine Damen und Herren, an Gleis 21, der Train Simulator Sonderzug TEE Rheingold steht zur Abfahrt bereit. Dieser Zug verkehrt als Sonderzug über Augsburg Hauptbahnhof, Karlsruhe Hauptbahnhof, Mannheim Hauptbahnhof, Koblenz und Bonn Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 7.35 Uhr. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug ausschließlich mit vorheriger Sitzplatzreservierung genutzt werden kann. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
So, wir haben dann jetzt auch gleich Ausfahrt. Erster Zwischenhalt Augsburg Hauptbahnhof. So, auf geht's. Ich habe ein paar Mal gedrückt, aber naja, ihr habt's gehört. Ich habe ein paar Mal gedrückt, aber er wollte nicht. So, jetzt geht's aber los. Auf geht's nach Augsburg. Und natürlich ist in diesem Zug auch ein Bordrestaurant vorhanden, das ist ja selbstverständlich. So, wir dürfen aufschalten. Leichter als war.
noch ist 40, aber wir natürlich uns an die Beschränkung halten, ist ja selbstverständlich. Wunderschöner Regionalexpress. Steuerwagen voraus, 146 hinten dran, wie dies gehört. Und überhaupt der KI-Verkehr hier von Fair-System wieder mal perfekt umgesetzt, muss man wirklich so sagen. So, 60 und gleich 120, dann haben wir auch schon langsam unsere Reisegeschwindigkeit erreicht, beziehungsweise, ja, noch nicht ganz, ich glaube 160 dürfen wir. Klackern, wenn man aufschaltet. Wunderschön, oder? Wunderschön. Das hört sich einfach nur geil an. Das Ganze kommt aus dem Hause Fair-System, nennt sich TAT Rheingold und ist in vier Teilen aufgeteilt. Wie gesagt, Teil 1 habt ihr ja gesehen, Teil 2 läuft jetzt und ja, zu den anderen Teilen will ich noch nicht so viel sagen, die kommen dann später. Guten Morgen und herzlich willkommen an Bord des TEE Rheingold auf der diesjährigen Trains and Drivers Sonderfahrt nach Köln. Mein Name ist Thomas Freiberg, ich bin Ihr Reiseleiter und freue mich sehr, Sie während der Fahrt heute und morgen begleiten zu dürfen. Unser Programm führt uns heute direkt nach Köln zu den beiden ersten Highlights, dem Abenddinner im Excelsior Hotel Ernst und der anschließenden Show im Musical Dome. Das detaillierte Programm finden Sie auch in unserer Broschüre, die an allen Sitzplätzen ausliegt. Unser Zug wird in Augsburg, Karlsruhe, Mannheim, Koblenz und Bonn halten. Gegen 13 Uhr werden wir dann in Köln eintreffen. Das Frühstücksbuffet in den Restaurantwagen ist um 9 Uhr für Sie geöffnet. Das Mittagsmenü servieren wir ab 12. Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an mich oder meine Kollegen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen nun eine wunderbare Reise und eine schöne Zeit. Vielen Dank. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Thomas Freiberg. I'm your tour guide on this Trains and Drivers Array tour to Cologne. I welcome you aboard this historic TEE Rheingold. Today's program has the first two highlights of this trip waiting for you, the diner at Excelsior Hotel Ernst and the show at the Musical Dome in Cologne. You will find detailed information in the brochure of your seat. Our train will call at Augsburg, Karlsruhe, Mannheim, Koblenz and Bonn. Estimated time of arrival in Cologne will be 1:30 p.m. Breakfast will be served from 9 a.m, lunch from 12 a.m. If you have any question, please contact me or my colleagues. We wish you a pleasant journey and a great time. Thanks for your attention. Ja, ihr habt's gehört. Welche Reise unser Zug vor sich hat. Und wo wir gegen 13 Uhr dann eintreffen werden. Und zwar Endstation ist Köln. Um 13 Uhr, gegen 13 Uhr, man weiß ja nie. Und ja, nächste Station wird wie gesagt Augsburg.
Karlsruhe, Mannheim, dann später Köln-Koblenz, beziehungsweise Koblenz-Bonn und Köln. Und ja. Wir wollen mal hoffen, dass alles planmäßig und ohne Störung vonstatten geht. Aber davon gehe ich mal stark aus. Also ich bin sehr begeistert von dem Szenario, muss ich wirklich sagen. Aber eigentlich ist das ja ein Szenario-Paket, wenn man ehrlich ist. Es ist ja ein richtiges Paket. Vier-Teile-Paket. So, wir überfahren Pasing. Wunderschön, wunderschön. Gesundheit. So, dann dürfen wir auch gleich in 460 fahren. Sollte die Stufen immer schön langsam aufschalten, weil sonst haut es einem den Hauptschalter weg, habe ich gelernt. Also schön warten, bis das Klappen vorbei ist und dann weiter aufschalten. Passiert nichts. So, 200. Wettrennen gegen S-Bahn, na, wer gewinnt? Ich würde mal spontan sagen, wir.
So, ich synchronisiere das mal ein wenig nach, weil ich habe gemerkt, mein Mikrofon war aus während der Aufnahme, jedenfalls zum Schluss hin. Und ja, deswegen werde ich ja mal ein wenig nachsynchronisieren. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg von München Hauptbahnhof nach Augsburg Hauptbahnhof. Und ihr seht da eine schöne S-Bahn. Was allerdings gleich noch links zu sehen ist, wird ein sehr schönes Highlight sein. Und ich werde aber zudem noch nichts sagen, was da jetzt kommen wird. Was muss ich sagen, ist das ein wunderschöner Zug. Schaut euch den Lok an, es ist vom Feinsten, muss ich wirklich sagen. Eine wunderschöne 103. Insgesamt der T-Sommer-Zug, beziehungsweise der T an sich ist ja ein sehr schöner Zug. Und, ja, was ihr wohl gleich sehen werdet, ist auf jeden Fall, ja doch, ein echter Hingucker. Das wird jetzt auch nicht mal allzu lange dauern, glaube ich. Da kommt noch ein paar S-Bahn, Regional Express. Und ja. Das müsste jetzt gleich. Da kommt mal der C1. C1. Wunderschön. Aber was da gleich links auftauchen wird, in seiner vollkommenen Schönheit, ist einfach nur mega. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr gut. Und das in einer ungewöhnlichen Ausführung, muss ich wirklich sagen, weil das habe ich persönlich noch nie gesehen. Da ist auch noch die S-Bahn. Also lange kann es nicht mehr dauern. Es wird jetzt gleich wunderschön links hupend. Erstmal dieser Ausblick. Wunderschön. Kann es nicht mehr dauern. Es müsste jetzt gleich soweit sein. So, und jetzt achtet mal genau links, was da jetzt kommt. Links gucken. 2x218 Panzerwagen. Silberlinge und noch eine 218. Ist das nicht mega? Ich find's mega. Ich find's einfach nur geil. Also allein deswegen lohnt sich es schon, dieses Video sich anzuschauen. So, ich lasse euch mal ein wenig mit der 101 alleine und melde mich dann gleich nochmal gegen Ende des Videos. Bis gleich.
Ja, und jetzt seht euch das an. Ein wunderschöner Güterzug, muss man einfach sagen. Gefällt mir sehr. Aber das ist noch nicht das, was ich euch zeigen wollte. Das sollte eigentlich noch kommen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Augsburg Hauptbahnhof. Nach dem Zusteigen der Fahrgäste hält unser Bordpersonal für Sie einen Willkommenscocktail bereit und das Frühstücksbuffet steht Ihnen ab 9 Uhr zur Verfügung. Ladies and Gentlemen, we will shortly arrive at Augsburg Main Station. When boarding is complete, we will serve a welcome drink for you and breakfast is available at 9 a.m. Ja, auch sowas kann passieren, dass auf einmal die Temperatur zu hoch ist. Aber naja, wir haben es trotzdem geschafft und ja, sind sicher in den Augsburger Hauptbahnhof eingefahren.
So, ich werde mich dann schon mal von euch verabschieden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr es euch zugesehen habt, beziehungsweise euch angesehen habt, hoffe ich doch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, lasst ein Abo da für alle die neu auf meinem Kanal sind. Ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Dies war der zweite Teil des Viererpakets von aus dem Hause Fair System Sound Design, Tat Rheingold. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum dritten Teil der Reihe und ich sagte mal bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und ein kleiner Tipp von mir am Rande. Wenn ihr irgendwie könnt, spendet einen kleinen Betrag für die Hochwasseropfer. Würde mich persönlich sehr freuen. Und ja, die haben es wirklich gerade nicht leicht. Und ja, kann man nicht viel zu sagen. Außer, wenn wir helfen können, dann so. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, bleibt mir treu. Und ich sag dann mal, ciao, servus und tschüss. Euer Der Danny spielt das. Bis dann. Ciao, ciao.